Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir sind hier im bodenlosen Loch. Ja, es ist bodenlos. Wir wärmen uns noch etwas die Hände. Wir gucken mal, wie es uns überhaupt geht. Von der Temperatur her sollte das doch eigentlich alles in Ordnung sein. Sieht ganz gut aus. Und wir erkunden das bodenlose Loch. Die Geschichte, die wir vorhin gelesen haben in der letzten Folge, die kannte ich auf jeden Fall. Die hatten wir schon. Moment, die Schuhe. Es gab früher, das weiß ich noch, in jedem Durchgang habe ich die gesucht und auch gefunden. Es gab früher zufällig immer Schuhe, diese Fellschuhe, genau diese hier, zu finden, die kein Gewicht hatten. Ich habe es schon öfter gesagt, aber so war das auch. Und die habe ich dann immer ganz gerne, da habe ich mich immer gefreut, wenn ich die hatte. Ja, kein Gewicht und dann konnte man die sowieso immer im Gepäck haben, mit irgendeinem schönen Zauber drauf oder sowas. Ah, waren wir hier schon? Eisgeister höre ich. Oh. Falma? Ja klar, Falma. Tvema-Ruine hier. Wow, aber ganz schön. Oh nein, das kommt nicht in Frage. Das bringt ja jetzt mit dem Bogen hier auch nichts. Das war's. Nicht sonderlich beeindruckend. Nicht sonderlich beeindruckend? Naja. Ein Falmer eben. Ein gewöhnlicher Falmer. In der Höhle lebt er. Oha. Ist das zu tief? Dieses... Wow! Dieses bodenlose Loch sollte mir eigentlich fremd sein, hätte ich gedacht. Da das jetzt mit den neuen Banditen dazu gekommen ist, hätte ich gedacht. Aber ich muss sagen, das alles kommt mir sehr bekannt vor. Ich bin mir ganz sicher, dass ich hier schon öfter gewesen bin. Ja. Und die Geschichte kenne ich auf jeden Fall, die wir gelesen haben, sagte ich ja. Wer weiß, was uns hier jetzt erwartet? Erstmal nichts. Der sichere Boden. Dwemer-Maschinen. Scheinbar auch irgendwelche Fallen. Oh, tut mir leid, Serana. Du bist genau in die Pfeile gesprungen. Woher seid ihr gekommen? Kommt schon. Oh, wir haben ja doch noch einen kleinen Seelenstein gehabt irgendwo. Dann wäre das erledigt. Das ist gut. Ja, Serana, einerseits finde ich das okay, wie du das da machst, immer mit den Toten beschwören. Andererseits renne ich immer hinterher, dass ich die looten kann. Ja, okay, bei so einem Skiver ist das ja jetzt nicht so wichtig. Ah, da springt doch bestimmt auch gleich wieder einer raus. Wir können so gut schleichen, bei uns springt da nichts. Vorsicht. Ein Schleicher ist das. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Das wird euch eine Lehre sein. Ja, hoffentlich ist ihm das eine Lehre. Sagt es mal lauter. Na, habt ihr nichts in der Ecke versteckt hier für mich? Nichts Schönes? Oh nein. Das ist nicht gut. Hör auf damit. Wow. Vorsicht. Holt sie euch. Das ist einer mit Eis.
Der Eismann ist da. Keine Chance. Ich weiß noch, wie man kämpft. Das hätten wir geschafft. Aha. Die haben aber wenigstens ordentlich Gold immer dabei. Also gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, manche Banditen, die haben nur die Hälfte dabei. Und ab und zu gibt es ein Ohr. Vielleicht haben wir damit eine Zutat für unseren Alchemietisch. Ach Gott. Kann man da oben durchgucken? Was ist denn da? Oh ja, da geht das bodenlose Loch vielleicht noch tiefer rein. Naja, okay. Das bodenlose Loch direkt ist vielleicht gar nicht neu. Man wird vielleicht mit einer anderen Quest, einer älteren, viel älteren Quest, sowieso hierher geschickt. Mir kommt das auf jeden Fall bekannt vor. Alles. Keine Fallen hier oder so. Wow. Fangen wir an. Guter Trick. Das wird euch eine Lehre sein. Und der andere? Sagt das nicht immer so, als ob alles vorbei wäre. Da! Der Lump ist noch da. Der mit seinem Eisblitz. Na, ihr schafft den. Ihr schafft den. Ich glaube an euch. Oh. Serana, hier gibt es so viele coole Tiere, die du wiederbeleben könntest. Und Farmer und so. Sie hat eine. Mit euch kämpft es immer. Eine Vorliebe für Skiva eben. Oh. Wollte ich doch gar nicht. Naja, vielleicht bekommen wir ein bisschen. Was war denn das jetzt? Hä? Ich habe nichts gemacht. Warum sind wir hier jetzt gelandet? Weil ich die Spinne ausgenommen habe? Was war das denn jetzt? Was soll das bedeuten? Wir haben irgendetwas übersehen? Krasse Falle. Na, vielleicht dachte ich, bekommen wir da noch irgendein schönes Gift für uns raus aus der Spinne. Versuchen wir das nochmal. Vor allem, ich habe ja zwischendurch auch immer gespeichert. Das war ja der Autospeicherpunkt, der letzte. Ja, das Kiva ist noch hier. Es war also keine Einbildung. Die Spinne ist auch noch hier. Versuchen wir das nochmal jetzt. Das kann ich ja gar nicht glauben, was gerade passiert ist. Aha. Diesmal hat's geklappt. Okay. Der Tempel von Xrib.
kommt ihr denn her? Ihr seid tot! Die kannst du wiederbeleben, Serana. Ach, sie kann vielleicht so höhere, kann sie gar nicht wiederbeleben, vielleicht. Ist es das? Mit euch kämpft es sich gut. Oh, hat geklappt, hä? Schwere Farmerrüstung. Oh, dies. Naja, so viel ist die jetzt auch nicht wert. Dafür, dass die 35 Pfund wiegt. Nee, die lasse ich mal lieber da. Aber sieht man auch nicht alle Tage so etwas? Dann können wir doch sicherlich nachher selber bauen, sowas. Na komm schon. Ist das alles, was ihr könnt? Warum treffe ich den nicht? Diesen Kampf könnt ihr nicht gewinnen. Mit euch kämpft es sich gut. Ihr Lichthauben haben sie. Ja, das ist aber schon etwas Ungewöhnliches. Das kenne ich so nicht so richtig. Zwei Bögen dabei, ja, für ein extra Gewicht, das wir mit uns rumschleppen könnten. Oh, die waren zu dritt. Den da unten habe ich gar nicht gesehen. Aber den haben wir, oder? Ja, den haben wir. Oh, schön warm hier. Der hat auch zwei Bögen. Wie kommt das denn jetzt? Tjell. Wie kommt das? Oh, natürlich. Kaurus. Kaurusine auch. Kaurusse. Nix drin. Aber erstmal nur deren Eier. Die sind gut für Tränke. Und wir lieben es doch, Tränke herzustellen. Tja, da frage ich mich doch sofort, warum ist denn hier irgendwas? Hallo, pass doch auf! Warum können wir denn da nicht drauf? Lernen wir ein Wort der Macht hier sogar. Oh. Hm. Das wird ja hier ein Abenteuer. Ein guter Tag für euch. Seid ihr? Sie das hätten wir geschafft. Vorerst. Naja, ihr sagt es so einfach. Sieg und so weiter, aber. Keine Punkte mehr zum Verteilen. Ja, ich wollte gucken, ob wir. Bei dem Bogen müssen wir doch. Schießkunst. Da müssten wir doch. So etwas wie 100% haben. Och, noch lange nicht.
Ganz oben den Punkt brauchen wir. Lähmung. Und jetzt brauchen wir erstmal andere Pfeile. Die taugen ja gar nichts, die wir da haben. Eisen sollte es sein. Dwemer-Pfeile, ja, vielleicht. Ja, da haben wir aber nur zwei von. Alte Nordpfeile, die wiegen doch nur 11. Schaden richten sie an zum Beispiel. Die sind schon mal etwas besser. Eisenpfeile. Da haben wir so wenig Pfeile. Nur Stahlpfeile haben wir ein paar mehr. Ja, egal. Die Pharma-Pfeile, die könnten wir eigentlich auch wegwerfen. Damit verärgern wir sie ja nur. Problematischer als ich dachte, ging das jetzt hier ab. Aber da werden ja mehr als 4 sein. Das ist ja ein ganzes Pharma Dorf hier, wie das aussieht. Ja. Hilft alles nichts. Da müssen wir rein jetzt. Wie ein Panzer. So, ja, Chaos Chitin wiegt auch nur. Wir kriegen unser Gepäck schon voll. Vorhin habe ich noch gedacht, so, oh, wir haben ja noch 300. 300 haben wir erst von 650 oder noch mehr. Oh, wie schön. Wir gehen ja, wir haushalten ja ganz gut mit unserem Gewicht. Drei Karosä weiter und dann war es das schon. Aus der Traum. Boah, viel Gold für uns. Schön, schön. Da freue ich mich doch immer wieder drüber. Moment, diese Bandagen. Ah, die wiegen. Okay, ich dachte, wenn die total leicht wären, dann könnten wir die trotzdem mitnehmen und nachher irgendwie zum Verzaubern nehmen. Aber was Leichteres finden wir doch gar nicht. Ja, doch, die Handschuhe. Ich weiß nicht, ob die Handschuhe zusammen mit irgendwas anderem funktionieren. Aber wir können ja mal ganz kurz gucken. Wir haben die Handschuhe an und wo sind die... So, hier sind die der Schießkunst und die Handschuhe haben wir dann nicht mehr an. Auf den Handschuhen haben wir Schlossknacken drauf. Na egal. Vom Gewicht her geht das immer noch, aber es sieht so aus, als wäre uns super kalt. Da haben sie uns hier auch eine Geisterbahn wieder gebaut. Oh Mamma mia. Stahlstreitaxt. Ach, guck an, Pelzstiefel liegen auch hier rum. Vielleicht waren wir sogar schon hier. Der Ort war ja... Der war doch entdeckt schon, oder? Ja, wir gehen links. Wie immer. Wir gehen immer links. Wie gruselig. Hier ist doch ein guter Ort, wo man sagen könnte, in der nächsten Folge geht's weiter, oder? Wir können nicht jede Höhle immer durchziehen. Das funktioniert gar nicht. Ja,
Diese hier ist größer. Wir machen in der nächsten Folge weiter, sonst fühle ich mich hier so gehetzt. Dann bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.